Wir alle lieben es, auszumisten, aufzuräumen und uns von alten Dingen zu lösen und von Dingen zu lösen, die uns natürlich nicht mehr glücklich machen. Am liebsten würde man sofort anfangen und den ganzen Tag alles rausschmeißen und ausmisten und so gefühlt sofort das perfekte minimalistische Heim haben und wie diese tollen, schönen, cleanen Bilder dieses Gefühl haben von, ja, ein bisschen mehr Platz, Freiheit und diese innere Zufriedenheit. Und am liebsten, dass man das so mit einem Schnippen macht. Bei diesem ganzen Prozess kann man sich natürlich sehr befordern, wenn man zu schnell anfängt und vielleicht auch ein paar Sachen zu schnell macht. Und deswegen habe ich dir heute 6 Dinge, die du nicht machen sollst, wenn du beim Ausmisten bist. Für alle Neuen, hi, ich bin Amy. Ich mache Videos zum Thema Minimalismus und lade jeden Sonntag um 11 Uhr ein Video hoch. Und ich freue mich riesig, dich hier zu haben. Deswegen klick gerne den Button abonnieren. Willkommen auf meinem Kanal. Dann legen wir mal direkt los. Die erste große Schwierigkeit ist, dass wir denken, dass wir alles auf einmal machen wollen. Am liebsten würden wir einen Tag in der Woche blocken und dann sofort alles angehen. Aber dieser Prozess ist natürlich länger als nur ein Tag. Es ist schwierig, an einem Tag das komplette Haus auszumisten und es kann natürlich auch sehr energieraubend und anstrengend sein. Deshalb nimm dir da mehr Zeit. Du musst das nicht in einer Woche machen, auch nicht an einem Tag oder sowas. Ausmisten kann über mehrere Wochen, Monate oder auch Jahre ein Prozess sein. Ich miste auch teilweise noch ständig Sachen aus, obwohl ich mittlerweile sehr weit bei meinem Ausmisten bin. Aber ich finde immer wieder Sachen zum Ausmisten und es heißt nicht, dass ich alles an einem Tag machen könnte. Deswegen nehme ich da vielleicht ein bisschen mit dem Gedankengang zurück. Ein zweiter großer Fehler ist, Aufbewahrungsmittel zu kaufen, bevor wir überhaupt angefangen haben auszumisten. Weil letztendlich kaufst du ansonsten viel zu viele Aufbewahrungsmittel für viel zu viele Dinge, wo du eigentlich noch Sachen ausmisten möchtest. Ich weiß, wir wollen alle schnell vorankommen und dass es schön clean und minimalistisch und richtig schön aussieht, wie man auf Pinterest aussieht. Aber fang erstmal mit dem Ausmisten an, bevor du letztendlich in das Umgestalten und in das Dekorieren gehst und wie du diesen Platz neu nutzen wirst. Weil wenn du zu schnell dir auch neue Dinge kaufst und anlegst, wird dein Besitz natürlich auch wieder größer und vielleicht fällt es dir dann auch schwerer, dich von Dingen zu trennen, weil du siehst ja immer, ach, eigentlich hätte ich ja den Platz noch. Eine dritte große Sache ist, dass man oft einfach nur Sachen rumliegen lässt und denkt, damit beschäftige ich mich vielleicht später. Wer kennt es nicht nur vom Ausmisten, vielleicht auch von früher, von der Schule oder solchen Sachen. Ach, ich mache das morgen und dann ist der nächste Tag da und man ist irgendwie damit dann auch zu überrumpelt und dann schiebt man es wieder weiter auf. Lass deine Sachen nicht rumliegen, gib den Dingen feste Plätze und fang kategorisch an auszumisten. Es gibt hier natürlich auch verschiedene Möglichkeiten mit dem Ausmisten anzufangen und vorzugehen. Ich habe auch erst vor kurzem 3 Methoden hochgeladen, wie du anfangen kannst mit Ausmisten. Ich verlinke sie gerne hier oben und in der Infobox. Wie auch bei dem ersten Punkt schon angesprochen, dass man denkt, man kann alles an einem Tag schaffen und auch irgendwie ansonsten in einer Ausmistrunde. Und wie auch schon gesagt, das braucht seine Zeit. Man braucht für das Ausmisten einen gewissen Zeitraum einfach und es ist ein Prozess, der dich auch stärker macht, der dich wachsen lässt und du lernst auch darüber hinaus sehr viel über dich selber, was dir wirklich wichtig ist, was du schätzt und auch deine Kaufentscheidungen können sich dadurch auch eher verändern. Und deshalb ist es wichtig, das Schritt für Schritt anzugehen und nicht zu denken, alles sofort auf einmal zu machen, weil nicht, dass du das Gefühl hast, du mistest jetzt alles aus, um dir dann nur die Sachen wieder neu zu kaufen. Weil das ist auch letztendlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache, sondern du möchtest dich bewusst von den Sachen trennen, bewusst Sachen aussortieren, um nicht dann ähnliche oder andere ähnliche Artikel in deinen Besitz zu holen, nur um dann quasi von vorne wieder anzufangen. Weil sonst wirst du alle 3 Monate vielleicht wieder von vorne anfangen und in dieses, ach, ich shoppe jetzt ganz, ganz viel und dann fühlt man sich schlecht und mistet wieder ganz, ganz viel aus. Und das hat auch nicht diesen nachhaltigen und minimalistischen Aspekt, den du letztendlich erzielen möchtest. Deswegen da vielleicht auch als großen Tipp, dir deine Ziele und Wünsche aufzuschreiben, was du überhaupt mit dem Ausmisten erreichen möchtest, wo du hinkommen möchtest, um die dann auch wieder vor Augen zu führen und vielleicht auch Sachen, die du gelernt hast während der Reise, um einfach zu sehen, hey, es ist mir nicht immer alles leicht gefallen auszumisten, aber welches Gefühl habe ich damit vermittelt, wenn ich was losgelassen habe und auch, dass du später, wenn du zurückschaust,
nicht denkst, ach, hätte ich das überhaupt ausmisten sollen, sondern dass du auch wirklich weißt, nein, es war Zeit, die Sachen gehen zu lassen. Fang hier auch am besten nicht aus einer emotionalen Situation raus an. Zu unterschiedlichen Situationen haben wir manchmal das Bedürfnis, jetzt sofort das Leben komplett umzukrempeln und komplett alles auszumisten und wir wollen am liebsten ein neuer Mensch sein. Ich habe auch öfter solche Momente, wo ich dann sage, okay, ich brauche jetzt eine neue Frisur oder ach, die Sachen möchte ich jetzt alle nicht mehr haben und ich möchte irgendwie so gefühlt mich erneuern. Aber das ist auch oft aus einer Emotion raus. Deswegen fang nicht an, aus dieser Emotion heraus alles auszumisten. Nicht, dass du nachher die Dinge bereust und dir dann auch später sonst wieder neu kaufen wirst oder auch so traurig bist, dass du sie ausgemistet hast. Geh da eher auf den Grund deiner Gefühle, warum du gerade diese Emotionen hast und frag dich, ist das jetzt gerade aus dieser Emotion raus, dass ich mich von gewissen Sachen trennen möchte? Vielleicht bist du traurig, vielleicht bist du verärgert und möchtest deswegen die Sachen gerade nicht mehr sehen oder fühlst dich gerade einfach ein bisschen verloren. Oder sind das wirklich Dinge, die du einfach nicht mehr in deinem Leben brauchst, nicht mehr haben möchtest und dir auch keinen Nutzen mehr bieten? Und zu guter Letzt, behalte keine Dinge nur just in case. Ich finde es auch eine sehr tolle und simple Regel, die ich glaube bei The Minimalists aufgegriffen habe. Und ich glaube, die haben auch dieses Prinzip, dass wenn sie eine Sache eigentlich nicht mehr benötigen und sich unsicher sind, das aufzuheben und es wäre eigentlich nur ein just in case Item, sie es auf jeden Fall aussortieren würden, wenn man es sehr, sehr schnell und unter 20 Euro wieder sich zulegen könnte. Und meistens brauchen wir diese Dinge auch gar nicht mehr, diese Just-in-Case-Sachen. Und falls man sie je wieder haben möchte, kann man sie sehr schnell günstig auch wieder in seinen Haushalt bekommen. Aber vielleicht kann es dir dann auch mit Entscheidungen helfen, die du eigentlich nur so Just-in-Case behältst und nur Dinge einfach nur behältst, die du vielleicht irgendwann verwenden könntest und ach, das habe ich irgendwann mal gebraucht und sehr gemocht, aber eigentlich nutze ich es nicht mehr. Aber warum soll ich es eigentlich weggeben, weil es ist ja eigentlich noch gut. Da dann auch wirklich durchgehen und überlegen, wann habe ich den Gegenstand das letzte Mal verwendet, was für Nutzen hat er mir und macht er mich wirklich glücklich. Ich hoffe, die paar Punkte konnten dir ein bisschen näher bringen, was du beachten solltest, wenn du gerade beim Ausmisten bist, um dich nicht zu sehr zu überfordern und vielleicht auch ein bisschen leichter weiterzukommen, falls du dich auch ein bisschen festgefahren fühlst und mit Minimalismus und dem Ausmisten gerade nicht so weitergeht. Ich habe da auch mal ein Video abgedreht, wie du aus einem Minimalismusloch rauskommen kannst und neue Motivation findest. Ich habe dir das auch in der Infobox verlinkt, falls du das gerne anschauen möchtest. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich drücke dich ganz, ganz fest und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.